Sachsen und Schleswig-Holstein eine gemeinsame Pressekonferenz. Mein Name ist Dagmar Kaiser, ich bin Pressesprecherin der Deutschen Bahn und habe hier die Ehre, Sie durch das Programm zu führen. Gleich werden die Verhandlungsführer von GDL und DB ein Statement abgeben, Ihnen zum Stand der Dinge der Tarifverhandlungen erläutern. Die beiden Ministerpräsidenten werden Statement abgeben, noch zwei, drei kleine technische Hinweise. Danach haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Danach findet ein kleiner Fototermin statt und im Anschluss können Sie natürlich auch Einzelinterviews führen. Das werden wir dann hier verteilen. Die Corona-Bedingungen, das muss auch noch gesagt werden, gelten natürlich hier. Am Platz können Sie die Maske abziehen, wenn Sie sich bewegen, müssen Sie die Maske anziehen. Und dann gebe ich sehr gerne Herrn Weselski das Wort. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, hier steht ein Gewerkschaftsvorsitzender, der eine anstrengende Woche hinter sich hat, der am Ende des Tages gemeinsam mit der Arbeitgeberseite einen guten Kompromiss ausgehandelt hat. Wie Sie alle wissen, sind wir im Vorfeld nicht in der Lage gewesen, dieses so im freien Verhandlungsweg zu tun. Wir haben die Zeit genutzt und mit Hintergrundgesprächen und Auseinandersetzungen in der Sache am Ende des Tages ein Paket geschmiedet, das aus Sicht der GDL das ist, was unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner verdient haben. Ich möchte allem voranstellen und das mit einem Satz, den schon mal jemand Berühmtes vor mir gesagt hat: Die Rente ist sicher. Und damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass der Zusatzversorgungstarifvertrag für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die bis 31.12.2022 hier an Bord kommen, fortgeführt wird für jeden Einzelnen, für jede Einzelne bis an das Arbeitslebensende. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Meilenstein gewesen im Gesamtgefüge, weil wir dies unter Vertrauensschutzaspekten nicht akzeptieren konnten und wollten, was ursprünglich vorgesehen war. Von daher als zweites Einkommenserhöhung im Dezember 2021 sowohl 1,5% als auch Corona-Beihilfe in Höhe von 600 oder 400 Euro je nach Einkommensgruppen. Als nächsten Schritt eine zweite Corona-Beihilfe im März 2022 in Höhe von 400 Euro für alle gleich. Als dritten Schritt 1,8% am 1. März 2023. Die Laufzeit, über die ja viel in den Medien berichtet worden ist, liegt bei 32 Monaten. Und auch hier können Sie erkennen, dass der Kompromiss für beide Seiten nicht ganz so einfach war. Wir liegen über der Laufzeit des öffentlichen Dienstes, haben dafür aber eine zweite Corona-Prämie und 3,3% insgesamt an Einkommenserhöhung. Von daher ist das etwas, was wir als gut und richtig erachten und unseren Gremien, die im Hintergrund getagt haben, nunmehr vorschlagen zur Beschlussfassung. Ich möchte an der Stelle eins nicht unerwähnt lassen, und das ist das, was Sie zum wiederholten Male in den Auseinandersetzungen zwischen der Arbeitgeberseite und uns als Kern der Auseinandersetzung behalten sollten. Es ging um Freiheitsrechte und die sind weder schlichtbar noch sind sie verhandelbar. Es ging um Grundgesetz Artikel 9 Absatz 3 und die Frage, ob wir Tarifverträge für alle unsere Mitglieder abschließen können oder nicht. Wir haben auch hier einen Kompromiss gemacht. Wir schließen Tarifverträge für alle Beschäftigtengruppen in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen des DB-Konzerns ab. Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service. Das liegt unter anderem darin begründet, dass der Anteil an Mitgliedern dort noch nicht so groß ist, was selbstverständlich aufgrund der Kürze der Zeit auch nicht anders erreichbar war. Wie Sie wissen, hat sich diese ehemalige Berufsgewerkschaft bereits seit 2007 geöffnet für Zugbegleiter, Bordgastronomen und deren
Disponenten und Trainer. Aber wir haben uns weiter geöffnet am 17. November 2020 für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und wir haben auch die Rente für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gesichert. Das ist etwas, wofür wir der Arbeitgeberseite dankbar sind, dass dieser Grundkonflikt ausgeräumt ist und dass wir am Ende des Tages in der gesamten Zeit mit einem vorhandenen Tarifeinheitsgesetz und einem wirkenden Tarifeinheitsgesetz umgehen werden. Für uns ist die Gesetzeslage von Beginn an zu respektieren gewesen, unabhängig der Frage, dass weitere Klagen anhängig sind und die Frage, wie es durchgeführt wird, noch nicht beantwortet ist. Wir haben hier einen Kompromiss miteinander vereinbart, sodass wir am Ende des Tages dieses für eine Laufzeit bis zum 31. Oktober 2023 als geeint betrachten können und hier für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner die Wertschätzung und auch die Einkommenserhöhung sichtbar geworden ist. Wir bedanken uns ausdrücklich an der Stelle bei den beiden ehrenwerten Ministerpräsidenten, die die Einigung erst ermöglicht haben. Sie wissen, dass die Initiative für die Inanspruchnahme der beiden Ministerpräsidenten von den beiden Dachverbandsvorsitzenden Ulrich Silberbach und Rainer Hoffmann ausgegangen ist und dass diese in Sorge als beide Dachverbandsverantwortlichen mit den Herren im Hintergrund gesprochen haben und dann die erste Begegnung zustande kam. Sie sind diejenigen, die ein Stück weit mäßigend, vermittelnd den Kompromiss ermöglicht haben. Von daher ein Dank der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer an die beiden Ministerpräsidenten. Und der Dank geht naturgemäß auch an meinen Dachverbandsvorsitzenden Ulrich Silberbach, dessen ungeteilte Solidarität diese Organisation hat. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Ministerpräsidenten, lieber Herr Weil, lieber Herr Günther, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Tarifverhandlungen nun abschließen konnten. Der gordische Knoten ist gelöst. Der Brückenschlag zwischen unseren Kunden, den Mitarbeitenden und dem Unternehmen ist tatsächlich gelungen. Und das bedeutet, wir haben einen Lohnabschluss, der die Corona-Schäden berücksichtigt und gleichzeitig das große Engagement unseren Beschäftigten würdigt. Er beinhaltet auch eine branchenführende Altersversorgung und daneben gibt es Klarheit in der Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes sowie in der Frage, wo gelten welche Tarifverträge. Wir haben hart und intensiv in den letzten Tagen verhandelt, vertraulich, fern der Öffentlichkeit. Und dabei gilt auch mein besonderer Dank an Sie beide, Herr Weil, Herr Günther, für die Vermittlung, ohne die die Impulse und die Begleitung und am Ende auch dieses Ergebnis so nicht möglich gewesen wäre. Und es hat sich auch gezeigt, wenn man dann am Tisch sitzt mit der GDL, dann sind Lösungen auch schnell machbar und erreichbar. Die Rahmenbedingungen für diese Verhandlungen waren schon herausfordernd. Die Bahn ist sehr stark getroffen durch die Corona-Pandemie, zusätzlich durch die Flutkatastrophe. Es galt, die beiden konkurrierenden Gewerkschaften im Auge zu behalten und auszugleichen in den jeweiligen Interessen. Die Verhandlungen, der Arbeitskampf ist in eine Zeit des Wahlkampfes gefallen und auch in eine Zeit, wo zum Teil in harter gesellschaftspolitischer Diskussion ein Ringen um Solidarität oder Spaltung auch eine große Rolle gespielt hat. Und das alles vor dem Hintergrund der Mobilitätswende und der großen Aufgabe der Deutschen Bahn, dort einen wichtigen Beitrag zu leisten. Dennoch, wir haben einen Kompromiss gefunden, auch unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen. Ich will auch hier einige Meilensteine aus meiner Sicht einordnen. Das Tarifeinheitsgesetz. Das hat ja im Hintergrund eine ganz große Rolle gespielt und ich kann hier sagen, das ist und bleibt der Rahmen. Das Tarifeinheitsgesetz wirkt. Die GDL ist sogar bereit, in einem notariellen Verfahren die Mehrheit in den 71 Betrieben, die tarifiert sind, feststellen zu lassen.
Und damit haben wir Klarheit, welcher Tarifvertrag wo zur Anwendung kommt. Und das ist auch wichtig und Signale in die Betriebe, dass wir dort keine weitere Kollision haben. Das gilt heute, wenn man das anwendet, dann am Ende, dass wir heute 16 Betriebe haben, in denen die Tarifverträge der GDL zur Anwendung kommen. Der zweite Punkt ist auch angesprochen, der Wunsch in allen Eisenbahnbetrieben in Deutschland zu tarifieren, also über die heutigen 71 Betriebe hinaus, deutlich hinaus. Wir haben uns darauf verständigt, dass es bei den 71 Betrieben bleibt in dieser Tarifrunde. Wir haben uns im Gegenzug dabei verständigt, dass in den Betrieben Betriebsteile, die heute noch nicht tarifiert sind, künftig tarifiert werden. Also auch da eine klare Orientierung auf die bisherigen 71 Betriebe in der Ausgestaltung bei gleichzeitiger Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes. Komme ich zur Altersversorgung. Das ist ein ganz wichtiges und hohes Gut. Und mir ist wichtig, da auch zur Versachlichung beizutragen, auch im Vorfeld des Ergebnisses, ist es uns gelungen, dass wir auf der einen Seite das Unternehmen sehr stark bilanziell entlasten können und gleichzeitig aber auch die Altersversorgung für die, die heute an Bord sind und bis Ende diesen Jahres an Bord kommen, auch zu sichern. Und darüber hinaus haben wir nach wie vor, und das habe ich immer wieder betont, eine branchenführende Altersversorgung, die auch in Zukunft für alle gilt. Also, man kann wirklich sagen, um die Betriebsrente muss sich niemand Sorgen machen. Hier haben wir Klarheit geschaffen und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Gut für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass wir dort eine stabile Lösung auch für die Zukunft gefunden haben. Nun zu den Lohnerhöhungen. Wir haben zwei Schritte gemacht. Wir erhöhen zum 1.12. diesen Jahres und zum 1.3.2023 mit 1,5 bzw. 1,8%. Es wird im Dezember eine Corona-Prämie in diesem Jahr geben, 600, 400, 300 Euro, je nach Eingruppierung. Und im März nächsten Jahres nochmal 400 Euro. Die lange Laufzeit von 32 Monaten, also bis Ende Oktober 2023, gibt uns notwendige Planungssicherheit. Das ist wichtig für ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, um die starke Schiene auch in diesem Zeitpunkt sehr gut nach vorne zu bringen. Das sind die wesentlichen Teile der Vereinbarung. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch einige Sätze zur EVG sagen. Die EVG ist mit dem Tarifabschluss 2020 vorangegangen und hat mit dem Bündnis für unsere Bahn Verantwortung übernommen. Sie hat mitten in der Corona-Krise große Solidarität gezeigt und daher ist es mir wichtig, dass keine Mitglieder der EVG in irgendeiner Form schlechter gestellt werden oder Nachteile haben. Ganz im Gegenteil. Diese Vereinbarung hat dazu geführt, dass wir Stabilität bei der Beschäftigungssicherung haben, dass wir Stabilität bei unserer Einstellungsoffensive haben. Das will ich an dieser Stelle erwähnen. Und da hat diese Vereinbarung, die wir im Bündnis für unsere Bahn geschlossen haben, ihre großen Verdienste. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Mit diesem Abschluss kann die Bahn weiter auf Kurs bleiben, die starke Schiene voranbringen. Wir sind ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen und daran halten wir fest, auch wenn es große Schäden gegeben hat durch Corona und auch zuletzt durch die Streiks. Und ich bin froh, dass wir weitere Schäden abwenden konnten und unsere Kunden sagen können, es ist klar und deutlich, auf die Deutsche Bahn ist an dieser Stelle Verlass. Ich will auch noch einen Satz sagen nach innen, an die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Die haben neben diesem Tarifabschluss auch verdient, dass wir miteinander fair umgehen, dass wir solidarisch sind, dass wir als Team DB agieren. Und ich will alle aufrufen, ihren Teil zum Betriebsfrieden beizutragen, denn das ist wichtig, ist zentral, denn nur gemeinsam können wir die Aufgaben der Zukunft sichern und gemeinsam können wir dann auch unsere Zukunft gestalten. Ich werde in jedem Fall meinen Beitrag an diesem Feld dazu beitragen. Unsere Kunden, sowohl im Güterverkehr wie die Fernreisenden, die Pendler, die gesamte Gesellschaft können aufatmen. Wir haben einen Tarifkonflikt an der Stelle beendet. Die Mobilitätswende, Teile für die Klima, was zu tun, stehen nun an und darauf werden wir uns konzentrieren. Ich will abschließend nochmal an alle Dank sagen, insbesondere an Sie, Herr Weil, an Sie, Herr Günther, für die Vermittlung, aber auch an all diejenigen, die im Hintergrund mit dazu Sorge getragen haben, dass wir in dieser Konstellation zusammengekommen sind. Ich sage vielen Dank und rufe Ihnen zu, auf die Deutsche Bahn ist Verlass. Vielen Dank.
Ja, dann bin ich als nächstes an der Reihe, darf Sie erstmal alle auch herzlich willkommen heißen hier in der gemeinsamen Landesvertretung von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Heute ist ein ausgesprochen guter Tag für die Kundinnen und Kunden der Bahn, für die vielen Millionen Pendlerinnen und Pendler in unserem Land, auch für viele Unternehmen. Denn dass dieser monatelang schwelende Konflikt jetzt befriedet ist, der gerade in den letzten Wochen ja zu erheblichen Belastungen geführt hat, ist, glaube ich, für ganz viele Menschen in unserem Land eine ganz wichtige Botschaft. Und von daher in der Tat, wie das eben auch geschildert ist, ein deutliches Zeichen zum Aufatmen nach diesen harten Verhandlungen. Ich will mich ausdrücklich bedanken für das Vertrauen, sowohl der Gewerkschaften, die uns angesprochen haben, aber ausgesprochen auch gegenüber der Deutschen Bahn, auch der GDL, dass wir bei diesen Verhandlungen, Stefan Weil und ich, einen Beitrag leisten konnten, indem wir sozusagen auch mit in die Verhandlungen integriert worden sind. Wir haben uns, glaube ich, beide die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich glaube, es gibt Lebensphasen, wo man mehr Lust hat, so eine Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen ja nebenbei noch ein Land regieren und dann haben wir im Moment auch Bundestagswahlkampf, wo wir beide gefordert sind. Aber wir können, glaube ich, beide feststellen, dass sich die vergangenen 10 Tage, in denen wir mehrere Verhandlungen auch führen durften, hier in Berlin definitiv gelohnt haben. Das erste Gespräch war am Anfang noch ein bisschen holprig. Ich würde mal sagen, da haben wir beide gemerkt, Stefan, dass es schon ganz gut ist, wenn 2 Externe mit am Tisch sitzen. Aber ich will ausdrücklich sagen an beide, sowohl an Martin Seiler als Personalvorstand der Bahn als auch an Klaus Wieselski, dass die Verhandlungen in den letzten 10 Tagen wirklich von großem Vertrauen geprägt gewesen sind, von einer Dialogbereitschaft, auch von einer Lösungsorientiertheit, die, wo ich wirklich sagen muss, das hat sogar auch ein bisschen Spaß gemacht in diesen Zeiten, daran am Ende mitzuwirken. Wir haben uns natürlich gefragt, warum sind wir beiden diejenigen, die hier helfen können. Ich glaube, wenn hitzige Verhandlungen stattfinden, auch öffentlich ausgetragene, ist es vielleicht doch manchmal ganz gut, norddeutsche Gelassenheit mit am Tisch zu haben und 2 Ministerpräsidenten mit einem kühlen Kopf, die hier auch einen Beitrag leisten konnten, zu einer solchen Lösung zu kommen. Ich glaube, das Ergebnis, da können alle miteinander stolz darauf sein. Es ist viel für die Beschäftigten und das ist der Schatz der Bahn auch getan worden. Es ist gleichzeitig berücksichtigt worden, dass die Bahn keine leichten Aufgaben gerade nach Corona vor sich hat. Von daher ist das, finde ich, wirklich ein fairer Kompromiss, der gefunden wurde. Aber insbesondere freue ich mich darüber, dass jetzt wieder ohne Streiks die Bahn sowohl für die Unternehmen, aber auch für viele Pendlerinnen und Pendler und für viele Reisende wieder das Verkehrsmittel ist. Und das ist in der Tat auch für die Mobilitätswende und das, was wir in Deutschland erreichen wollen, ein sehr, sehr guter Tag für Deutschland. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, heute können sich über diese Einigung alle freuen, innerhalb des Unternehmens, weil die Grundlage dafür geschaffen ist, dass jetzt wieder überall zusammengearbeitet werden kann, aber vor allen Dingen auch außerhalb des Unternehmens. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder gelernt, dass die Bahn wirklich eine Schlagader unserer Gesellschaft ist. Und dass die Konsequenzen weit über das Unternehmen hinausgehen, wenn beispielsweise Arbeitskämpfe bei der Bahn stattfinden. Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen haben das tief in ihrer Alltagsplanung gemerkt. Die Lieferketten in der Wirtschaft sind zum Teil deutlich beeinträchtigt gewesen. Insbesondere gilt das für Unternehmen, die auf Just-in-Time-Produktion angewiesen sind. Also deswegen haben wir, glaube ich, weit über die Deutsche Bahn hinaus ein Interesse daran gehabt, diesen doch jetzt sehr lange und sehr hart geführten Tarifkonflikt zu einem Ende zu bringen. Ich freue mich, dass Daniel Günther und ich dazu einen Beitrag leisten konnten. Im Nachhinein muss man sagen, es war vielleicht tatsächlich eine gute Idee, der Vorsitzende von DGB und Beamtenbund auf diese Art und Weise nochmal einen neuen Impuls in die Gespräche hineinzubringen. Wobei das keine Schlichtung gewesen ist. Das war, ja, wie soll man sagen, Moderation, Mitwirkung an Gesprächen, irgendetwas dazwischen. Aber wenn es seinen Beitrag geleistet hat, dann ist es ja gut. Das Hauptverdienst an dieser Einigung, das will ich allerdings deutlich sagen, haben die beiden Herren in der Mitte unserer Runde hier, Herr Seiler und Herr Wieselski, die hinter denen jetzt eine Woche lang nahezu ununterbrochener Verhandlungen liegen,
und die sicherlich jeder für sich an der einen oder anderen Stelle über ihren Schatten springen mussten. Also man darf sagen, beide Tarifparteien haben sich, um ein schönes deutsches Wort hier mal aufzugreifen, im wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft. Dafür herzlichen Dank, das war tatsächlich auch nötig. Die beiden schwierigsten Themen sind ja schon angesprochen worden. Das war die betriebliche Altersversicherung. Da übersetze ich es mal in meine Worte. Eine Revolution findet nicht statt, eine Evolution sehr wohl bei der Ausgestaltung der Altersversorgung der Bahn. Und das ist vernünftig. Liegt ja gerade einem Sozialdemokraten auch nahe. Und zweitens, das Tarifeinheitsgesetz wird auch künftig die Grundlage sein. Das heißt, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Und welcher Tarifvertrag gilt, das bemisst sich nach der Mitgliederzahl der Gewerkschaften. Auch das ist einfach eine Klarheit, die damit geschaffen wird, von der ich hoffe, dass sie in der Zukunft dazu beitragen kann, dass wir vielleicht nicht mehr so harte, so vehement geführte Konflikte erleben werden im Unternehmen, dass das nach wie vor streitige, kontroverse Diskussionen sein werden. Davon kann man ausgehen, das muss ja auch so sein. Aber hoffentlich haben wir vielleicht mit den Erfahrungen in diesen Tagen auch dazu beitragen können, dass auf Dauer, schlichtweg auf der Basis von mehr Klarheit, auch ein anderes Vorgehen, ein anderes Miteinander möglich sein wird. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen, denn jetzt haben wir erstmal ja eine längere Laufzeit. Und das würde ich sagen, ist auch schon mal ein weiterer, wirklich positiver Effekt dieser Vereinbarung. Kurz und gut, ich glaube, dass heute hier tatsächlich nur Gewinner stehen. Das freut mich sehr. Und jetzt können sich dann Daniel, Günther und ich wieder unseren Regierungsgeschäften und dem Wahlkampf widmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt eröffnen wir die Fragerunde. Ich habe als erstes Herrn Mulke. Herr Wieselski, haben Sie denn jetzt besser abgeschlossen als die IVG? Und an Herrn Seiler? An Herrn Seiler? Ja. Herr Seiler, die Frage, rechnen Sie denn damit, dass die EVG jetzt die Revisionsklausel ziehen kann und Sie dann schon im nächsten Tarifkonflikt stecken? Ja, dann würde ich, Herr Mulke, die Frage direkt aufgreifen. Wir haben, und das muss man schon sehr deutlich sagen, die EVG hat, und ich habe es in meinem Statement erwähnt, an der Stelle wirklich Verantwortung übernommen in der Corona-Krise. Und wir werden dafür Sorge tragen. So ist auch die Vereinbarung mit der EVG, dass wenn es einen abweichenden Abschluss gibt, dass das übertragen wird. Und da sollten wir uns jetzt auch drauf besinnen. Und ich glaube, das ist auch möglich, dass wir da zeitnah auch mit der EVG zu entsprechenden Regelungen kommen können. Das ist mein Wunsch und dass wir dann gemeinsam nach vorne gucken können und uns wieder auf die starke Schiene konzentrieren können. Von meiner Seite wird die Frage wie folgt beantwortet. Wir haben auf jeden Fall anders abgeschlossen und natürlich auch höher, sichtbar höher. Aber das entscheidende Merkmal ist, wir haben erstmals als ehemalige Berufsgewerkschaft Verantwortung für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner übernommen und haben den Zusatzversorgungstarifvertrag für alle gesichert und in die Zukunft hinein dafür Sorge getragen, dass die Betriebsrenten nicht eingekürzt werden für alle diejenigen, die bis 31.12.2021 an Bord in diesem Konzern kommen. Und von daher ist die Frage, wer sich hier besser fühlt, von mir nicht zu beantworten. Ich fühle mich sehr wohl. Wir haben unseren Mitgliedern, und die sind nun mal in allen Bereichen und in allen Berufen etwas versprochen. Und es ist für mich eine Freude, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen gegenübertreten kann und sage, wir haben unser Versprechen gehalten und wir haben dafür gesorgt, dass nicht nur die Diskussion darüber geführt wird, wie viele Schulden über Corona entstanden sind, sondern eine gesamthafte Diskussion über den DB-Konzern und auch die vorausgegangenen Handlungen. Von uns aus gesehen war schon das Bündnis für unsere Bahn ein Fehler. Aber das haben wir nicht zu beurteilen. Wir haben nicht teilgenommen. Und deswegen ist es von uns aus gesehen auch klar gewesen, und zwar bereits im Mai 2020, dass wir keinen Sparbeitrag bei den Kolleginnen und Kollegen, die draußen in den Zügen unterwegs sind, die dafür sorgen, dass diese Eisenbahn die ganze Zeit gefahren ist, leisten werden. Und von dem Standpunkt aus, den wir die ganze Zeit über durchgehalten haben, möchte ich an der Stelle klar und deutlich machen. Die Kraft der GDL fußt auf einem Vorstand, der am Ende des Tages
weiß, was er tut und verantwortungsbewusst handelt. Auf einer Mitgliedschaft, die sich solidarisieren kann in einem Land, das sich an mancher Stelle anfühlte, als wäre die ganze Republik gegen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und die dritte Säule ist die unerschütterliche Solidarität unseres Dachverbandes, DBB. Dann habe ich auf der rechten Seite von mir gesehen Herrn Traufetter und dann Herrn Vetter. Das Mikro ist da auf der Seite. Ja, eine Frage an Herrn Seiler. War es wirklich nötig, diese vielen Streikwellen oder drei Streikwellen durchwandern zu müssen, um diesen Kompromiss dann am Ende zu schließen? Und Herr Weselski, können Sie vielleicht noch mal erläutern, wenn jetzt ein GDL-Mitglied, ein Fahrdienstleiter zum Beispiel, wenn wir uns den mal vorstellen, bekommt der jetzt den Abschluss oder bekommt er den jetzt nicht, weil er eben ausgenommen bleibt? Der Fahrdienstleiter, ganz konkret, der von uns in dieser Tarifrunde nicht tarifiert wird, erhält den Tarifabschluss, weil diese Arbeitgeberseite der EVG das anbietet, was wir uns erkämpft haben. Exakt dasselbe. Wir geben Millionen aus, gehen in den Streik, lassen uns beschimpfen. Und am Ende des Tages, obwohl Tarifeinheitsgesetz gilt, dürfen wir zuschauen, wie der Tarifabschluss den anderen hinterhergetragen wird. Das muss sein an der Stelle, um hier Klarheit zu haben. Und von daher ist das Versprechen eben auch zu geben gewesen, weil wir die Verfahrensweise kennen und weil wir am Ende wissen, dass damit der Zusatzversorgungstarifvertrag für jeden Eisenbahner erhalten bleibt, was personalpolitisch aus unserer Sicht auch absolut richtig ist. Herr Traufetter, Ihre Frage ist klar zu beantworten. Diese Streikwellen waren aus unserer Sicht unnötig und waren auch überzogen. Das habe ich immer wieder gesagt und habe auch immer wieder appelliert, an den Tisch zu kommen und habe immer wieder gesagt, am Tisch sind Lösungen schnell möglich. Natürlich war das unter der Unterstützung der beiden Ministerpräsidenten dann auch gangbar. Aber wir haben nunmehr quasi in einer Woche das Paket insgesamt geschnürt. Und ich würde den Teil Ihrer Frage auch gerne aufgreifen. Wir haben Klarheit. Die Tarifverträge der GDL sind zunächst auf die bisherigen 71 Betriebe begrenzt. Und dort findet das Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung. Die Geschichte ist eigentlich umgedreht. Wir haben letztes Jahr mitten in der Krise einen Tarifvertrag abgeschlossen und haben dort Solidarität und Unterstützung erfahren für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, für die Beschäftigungssicherung, für die Einstellung, für die Fortsetzung der starken Schiene. Und dann ist es richtig, dass wir das, was wir hier tun, dann auch denjenigen zuteilwerden lassen, die uns in der schwersten Krise dieses Unternehmens so unterstützt haben. Das ist die Verabredung, das ist der Deal und der ist auch richtig so. Und ich hoffe, dass wir über diesen Weg nun auch Klarheit haben, wo werden die Tarifverträge der GDL zur Anwendung kommen, was ist der Geltungsbereich und wie können wir dann jetzt auch gemeinsam auch dann mit einem Abschluss der EVG nach vorne blicken und uns auf die eigentlichen Aufgaben, nämlich die Bahn und auch im Interesse der Kundinnen und Kunden, aber auch der Mitarbeitenden nach vorne zu entwickeln. Das ist unser Job und auf den kommt es jetzt im Wesentlichen an. Dann Herr Arnold von dpa in der Mitte. Dankeschön. Herr Seiler, eine Frage an Sie. Was wird denn dieser Abschluss auch mit Blick jetzt auf die EVG, die Bahn denn konkret kosten? Sie haben ja immer wieder betont, dass das eigentliche Volumen der ursprünglichen Forderungen deutlich über dem liegen, was eigentlich auf dem Papier steht. Ist das jetzt mit diesem Abschluss auch so? Und Herr Weselski, an Sie die Frage, werden Sie denn Ihre Bemühungen jetzt auch mit Blick auf das TEG weiter fortsetzen, auch in anderen Bereichen Mitglieder zu gewinnen? Und steht man dann bei der nächsten Tarifrunde nicht wieder vor ähnlichen Streitpunkten wie jetzt? Danke. Wir müssen diese Tarifeinigung natürlich einordnen in die heutige Zeit und müssen dabei berücksichtigen, dass wir erhebliche Corona-Schäden erlitten haben. Und da bin ich auch dem Bund sehr dankbar, dem Eigentümer, Verkehrsministerium, Finanzministerium, die dafür Sorge getragen haben, dass schnell und unkompliziert geholfen wurde. Und es ist auch völlig klar,
dass auch das Unternehmen da einen Beitrag zu leisten hat in so einer schweren Krise. Und wenn wir dafür über das Unternehmen sprechen, dann sprechen wir über alle Beteiligten. Da meine ich natürlich auch die Gewerkschaften. Ich meine auch die Führungskräfte, die ebenfalls einen großen Beitrag leisten. Und so kommt am Ende das zusammen. Das heißt also, auch mit diesem Tarifabschluss, den wir selbstverständlich auch auf den Bereich der EVG anwenden, wird ein Beitrag zur Kostenentlastung drin sein. Das ist so, dafür sind wir auch froh und dankbar, dass wir das leisten konnten. Und am Ende müssen wir das im Gesamtkontext sehen. Wir haben ja Gott sei Dank die Verabredung treffen können, dass wir die Einsparungen, die wir zu erbringen haben, nicht innerhalb eines Jahres zu erbringen haben, sondern über einen Mittelfristzeitraum zu verteilen. Und das wird uns auch mit diesem Abschluss am Ende gelingen. Dann als nächstes auf der Liste Herr Sternberg. Ich bin dran. Oh, Entschuldigung. Danke. Sie hatten gefragt, ob das beim nächsten Mal dann wieder so ausschaut. Und da sage ich, es muss nie. Herr Seiler hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich, dass wir in dieser Tarifrunde Fahrdienstleiter, Fahrweginstandhaltung, Station und Service und DB Energie nicht tarifiert haben. Diesen Kompromiss sind wir eingegangen angesichts der Mitgliederentwicklung, die sehr gut ist, aber nicht ausreichend, um, nennen wir es einfach mal, legitimiert zu sein, ist das eine, aber das andere ist, der Tarifvertrag kommt ja nur zur Geltung gemäß TEG, wenn hinterher der Beweis angetreten ist, dass auch unser Tarifvertrag gestützt wird von mehr Mitgliedern in dem jeweiligen Betrieb. Und von daher sage ich ganz offen und ganz ehrlich, natürlich werden wir weiter daran arbeiten, mehr Mitglieder zu haben. Und wer uns das bisher abgesprochen hat, der ist aus meiner Sicht irgendwie nicht auf dem Laufenden. Das Gesetz ist geschrieben worden, es wirkt. Und wenn jemand einer Gewerkschaft verbieten will, Mitglieder zu organisieren, dann möchte ich an der Stelle klar und deutlich machen, dass wir uns das von niemandem gefallen lassen. Punkt. Und das bedeutet, wir machen weiter Mitglieder und wir werden dafür Sorge tragen, dass die Mehrheit in den Betrieben, die man landläufig als Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichnet, haben. Und diejenigen, die Vertrauen in uns setzen, die in uns eine Interessenvertretung sehen, die sich um die Interessen der Beschäftigten im direkten Bereich etwas intensiver kümmern, die werden bei uns Mitglied sein. Und dann schauen wir, was 23 ist. Ich bin mir allerdings in einem ganz sicher. Nochmal um die Frage, ob wir tarifieren dürfen in anderen Bereichen, wird es keinen Arbeitskampf geben. Weil nunmehr eindeutig klar ist, dass wir das können. Es ist übrigens die dritte Tarifrunde, in der diese Frage aufgeworfen und von Gerichten positiv entschieden wurde. 2007, 2008, 2014, 2015, 2020, 2021. Ich darf an der Stelle sagen, irgendwie erscheint mir die Lernkurve als etwas flach. Und nun haben wir Tarifverträge für alle Beschäftigten. Denn wenn man uns die nicht geben wollte, hindert man uns ja, die notwendigen Mehrheiten zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass unsere Tarifverträge bestehen bleiben. Und das war der Kern. Und der war weder zu schlichten noch zu verhandeln. Das ist unser grundgesetzlich geschütztes Recht. Und mit dem Zugeständnis war der Eintritt in die Verhandlung schlussendlich auch möglich. Und deswegen bin ich verhältnismäßig sicher, es wird sich so nicht wiederholen. Okay, vielen Dank. Jetzt aber Herr Sternberg vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Herr Weil, Sie haben ja eben schon ein bisschen berichtet über den Fortgang der Mediation. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, 10 Tage, dann hieße das ja, dass eigentlich die erste Runde unmittelbar nach Ende der dritten Streikrunde die ersten Gespräche erfolgt sind. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wie denn die Stimmung dort, also wie es denn möglich war, die Stimmung zu verbessern. Denn vielleicht zur Stimmung auch noch die Frage an die Herren Weselski und Seiler. Sie haben sich ja wenig geschenkt. Ich muss das jetzt nicht alles wiederholen. Stichwort ehrenwerte Berufe, Stichwort Spaltung der Eisenbahner etc. Wie war es denn für Sie dort, dann zusammenzukommen? Und an Herrn Weselski noch die dritte Geschichte. Das klingt jetzt so, als hätten Sie Ihren Frieden mit dem TEG gemacht und nehmen es eben als Grundlage für die Weiterentwicklung der GDL. Dennoch hängen die Klagen ja weiter an. Es gibt nächste Woche in, glaube ich, für Berlin-Brandenburg noch einen Termin. Werden Sie diese Runde dann auch weiter
fortsetzen, also weiter gerichtlich gegen das TEG oder gegen die Anwendung vorgehen? Das ist entscheidend. Also Sie fragten, wann haben unsere Gespräche begonnen? Genau genommen weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber das mag schon sein, dass das vor 10 Tagen der Fall gewesen ist. Das entscheidende Gespräch war tatsächlich das erste. Sie müssen sich vorstellen, dass weder Daniel Günther noch ich ausgewiesene Tarifexperten noch Bahnexperten sind. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein Nachteil, könnte aber auch der Vorteil gewesen sein, dass man nämlich schlichtweg völlig unbelastet auf die Situation guckt und erstmal die Experten fragt, um was geht's denn eigentlich? Und von dieser Frage ausgehend hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass es im Kern um zwei Themen ging. Das eine war die Frage der betrieblichen Altersversorgung und die andere war die Frage des Geltungsbereichs. Und nachdem in der Tat am Anfang, so wie Daniel Günther das anfangs sagte, die Atmosphäre, sagen wir mal, etwas angespannter war, hat sich das dann relativ schnell dann auch in Richtung einer Lösungsorientierung weiterentwickelt. Und ab dann sind wir immer wieder konsultiert worden, haben auch immer wieder nachgefragt. Die eigentlichen Gespräche, die eigentliche Arbeit ist dann aber zwischen den Tarifparteien gelaufen. Und deswegen sagte ich vorhin auch, denen gebührt wirklich am Ende das Verdienst der Einigung. Und insofern bin ich persönlich außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf gewesen. Es bedurfte, ja, vielleicht, wie soll ich sagen, ja, dieser naiven Fragen von außen, um den einen oder anderen Knoten zu lösen. Aber das erlebt man ja in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Also es freut mich, wenn wir auf diese Art und Weise haben helfen können. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, wir haben uns am Montag vergangener Woche das erste Mal getroffen, immer hier in der Landesvertretung zu den Gesprächen. Und in der Tat ist es so gewesen, dass wir beide, nachdem wir sozusagen die erste Stunde die Position oder den Austausch von Positionen nochmal nachverfolgt haben, vielleicht auch um ein eigenes Bild davon zu haben, schlicht und ergreifend das gemacht haben, was man tut, um sozusagen am Ende zusammenzukommen, einfach mal nachzufragen, wo sind die roten Linien, wo sind die wirklichen Punkte, worauf wir uns verständigen müssen. Denn ich gebe zu, ich habe ja vorher über den Konflikt vieles den Medien entnommen und da war ich mir noch nicht ganz so sicher, worum es in dem Konflikt genau geht. Aber das war eigentlich relativ schnell nach einer Stunde für uns auch feststellbar. Und ich glaube, das Gute an uns beiden, an Stefan Weil und mir, ist ja auch, dass wir in der Tat auch ein bisschen damit drohen konnten, dass wir gar nicht so viel Zeit haben. Und ich sag mal, wenn man wirklich lange Verhandlungen hätte führen wollen mit Schlichtungen über Monate, dann muss man einfach sagen, dann hätten die beiden ja nicht zwei amtierende Ministerpräsidenten ausgesucht, sondern eher zwei ehemalige. Und wir beide haben ja auch einen guten Ruf zu verlieren. Und von daher waren wir beide, glaube ich, auch relativ schnell in der Lage, dadurch auch umgekehrt eben deutlich zu machen, dass wir ein Interesse an einem schnellen Ergebnis haben. Und das, glaube ich, haben wir beide deutlich gemacht in dem Gespräch. Und ich sage das aber auch in der Runde. Gerade weil ja auch der Konflikt öffentlich schon auch mit harten Bandagen ja auch geführt worden ist. Das waren wirklich nach 52 Minuten des ersten Gespräches und in den weiteren Gesprächen wirklich ausgesprochen angenehme Gespräche. Und mein Eindruck war auch durch die Telefonate, die wir dazwischen geführt haben, auch bei den Gesprächen, an denen wir beide dann nicht mehr teilgenommen haben. Und das war der viel größere Teil. Das müssen wir ja auch sagen. Beide haben natürlich viel mehr auch miteinander verhandelt. Wirklich nach meinem Eindruck auf Augenhöhe, zielorientiert. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass sozusagen der Stein ins Rollen gekommen ist, dann macht uns das ein bisschen stolz. Wenn ich noch eins hinzufügen darf, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das Ganze tatsächlich so diskret ablaufen kann, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, auch das war ein Beitrag zur Einigung. Vielen Dank dafür. Dann an mich die Frage, ob wir den Frieden mit dem TEG gemacht haben. Die Antwort lautet nein. Ein guter Gewerkschafter kann keinen Frieden mit diesem Gesetz machen. Aber es scheint ja Gutes zu bewirken. Es schafft es, aus einer Berufsgewerkschaft der Lokomotivführer, die 1867 gegründet worden ist, eine Gewerkschaft für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zu machen. Von daher gibt es eine Entwicklung. Und wenn man das als positives Zeichen versteht, dann ist das TEG eben zu etwas gut. Insgesamt gesehen machen wir unseren Frieden nicht und wir werden weiter Rechtsprechung zum TEG erzeugen.
Denn das ist die Aufgabenstellung, die uns auch das Bundesverfassungsgericht aufgetragen hat. Gehen Sie durch die Instanzen und dann landen Sie irgendwann wieder vom Bundesverfassungsgericht. Das kann irgendwann sein, aber die betriebliche Realität fordert von uns Aktion. Und zwar dergestalt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von uns einfordern, dass die tariflichen Schutzregeln auch tatsächlich für sie gelten, wie zum Beispiel persönliche Planungssicherheit. Und das beschleunigt den Prozess. Dann würde ich gerne auch zu dem Aspekt, den Sie gefragt haben, Stellung nehmen. Wir haben uns hier in der Runde ganz klar darauf verständigt, dass das Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung kommt. Es wirkt und das stellt die Grundlage und den Rahmen dar. Das haben wir miteinander vereinbart. Zur Frage, wie schaue ich auf die Diskussion und die Abläufe auch zwischen uns als Verhandlungsführende? So ein Tarifkonflikt und Tarifrunden haben ja eigentlich zwei Phasen. Und wir sind jetzt an einer Phase angekommen, wo wir einen Konflikt beendet haben. Und dann gibt es eine Phase, die nennt sich Tariffrieden. Und die haben wir jetzt bis Oktober 2023. Und ich glaube, diese Phase auch zu nutzen, um auch an solchen Themen zu arbeiten, wie positioniert man sich, wie geht man auch mit Dingen um, da tun wir gut daran. Und ich habe es vorhin erwähnt, das liegt mir sehr am Herzen, auch den Betriebsfrieden. Und da sind wir Vorbilder natürlich auch mit zu unterstützen. Ich will aber auch sagen, weil ich das ja auch mehrfach gefragt worden bin, auch während den Runden, wie ist es denn eigentlich, wenn Sie beide dann aufeinandertreffen? Es war bislang immer so, dass wir dort sehr professionell, sehr sachorientiert an den Themen entlang diskutiert haben. Und ich glaube, da war manchmal draußen ein größeres Getöse, wie das, was tatsächlich zwischen uns am Tisch gelaufen ist. Und da glaube ich auch, dass man darauf achten muss, was man mit manchen Äußerungen dann auch bewirkt, damit nicht am Ende aus Sprache Taten werden. Und das ist, glaube ich, auch der Auftrag, jetzt in der Zeit des Tariffriedens daran zu arbeiten. Und ansonsten kann ich das eigentlich so bildhaft, was Sie, wie Herr Weil und Herr Günther das beschrieben haben, bestätigen, dass es natürlich in so einer angespannten Situation mit drei Streikwellen, mit verheerenden Folgen, in dem das Unternehmen steht, gut war, diesen Impuls zu kriegen und uns dann noch mal stärker zu konzentrieren und dann wirklich in den letzten Tagen intensiv miteinander zu reden. Auch da gilt, nur der redet, nur der am Tisch sitzt, kann am Ende auch Ergebnisse erzielen. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch vier Fragen. Müssen noch ein ganz klein bisschen auf die Zeit gucken. Da vorne der Kollege neben Herrn Traufetter. Entschuldigung, dass ich Sie nicht namentlich. Ja, Michael Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung. Ich hätte noch eine Frage zur Feststellung der Mehrheitsverhältnisse in den Betrieben. Das soll ja notariell bestätigt werden. Aber Herr Weselski, Sie wollen ja nicht aufgeben, nach weiteren Mitgliedern zu suchen. Das heißt, wie oft wird das neu festgestellt oder wann kann das neu festgestellt werden und für wie lange hält dann so eine Feststellung? Das, was wir miteinander vereinbart haben, bedarf der Mitwirkung der dritten Partei, nämlich der EVG, sonst funktioniert es nicht. Und am Ende des Tages wird die Wirkung sein für diesen Tarifabschluss. Die Tarifkollision ist ja mindestens mal jetzt eingetreten. Das wird niemand bestreiten. Ob es noch eine weitere gibt, ist offen. Aber von dort aus ist die Zählung der Mitglieder vorzunehmen. Und von daher ist das Verfahren noch nicht geeint. Das ist auch klar. Und es kann nur funktionieren, wenn alle drei dabei sind. Das hat man beim ersten Versuch gesehen. Wir haben nach unserem Verständnis gutes Verfahren aufgesetzt. Schauen wir mal, ob es trägt. Und wenn es trägt, erfolgt die Zählung nach der Methodik. Aber eins ist klar, diese Vereinbarung ersetzt nicht Rechtsprechung zum TEG und gerichtliche Entscheidung. Die werden trotzdem abgefordert. Das ist kein Tarifvertrag, der eine der beteiligten Seiten bindet. Alle drei sind völlig frei, die Verfahren durchzuführen, die sie für notwendig erachten. Okay, dann hier vorne der Kollege, dem Tablet. Genau, also die meisten Fragen sind beantwortet worden, aber ich habe eben, wenn ich das richtig gehört habe, hat Herr Weselski allen beteiligten Regierungsvertretern, Politikvertretern gedankt, Herr Seiler auch. Was gefehlt hat, war der Dank der Person, die eigentlich neben Ihnen jeweils stand. Da habe ich irgendwie nichts gehört. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Stimmung so jetzt total entspannt.
konstant ist. Herr Weselski, würden Sie, Sie haben ja von Nieten in Nadelstreifen gesprochen. Da waren jetzt Nadelstreifen aus der Politik notwendig offensichtlich. Wie würden Sie jetzt ein bisschen die Rhetorik jetzt runterfahren oder sehen Sie den Vorstand immer noch so ein bisschen so, wie Sie ihn vorher gesehen haben? Danke. Sie haben gelernt, wie man Menschen mobilisiert. Sie haben gelernt, welche Wut in den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern gesteckt hat. Und dieser habe ich Ausdruck zu verleihen. Punkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir nie professionell genug sind, um miteinander in Verhandlungen zu sein und miteinander zu sprechen und Lösungen zu suchen und Lösungen zu finden. Das war schon immer so. Und das wird auch so bleiben. Zumindest habe ich das bei uns beiden feststellen können. Nichtsdestotrotz sind Dinge im Konzern passiert, die wir weiterhin zu kritisieren haben. Tariffrieden heißt ja nicht, dass plötzlich alles gut war, was passiert ist. Ich habe aber den Eindruck, und das macht mich ein Stück weit froh, dass viele andere Beteiligte sich wesentlich intensiver mit dem Gesamtgefüge befassen, das mit dem Privatisierungsbeschluss 1994 entstanden ist. Es waren nicht die Lokführer, die sich wünschten, nicht mehr verbeamtet zu sein. Es waren auch nicht die Zugbegleiter oder die Fahrdienstleiter, die entschieden hatten, zu privatisieren und dann mit dem Gesamtgebilde an die Börse zu gehen. Wenn wir jetzt alle von Daseinsvorsorge sprechen und von einer Eisenbahn, die allen dienlich ist und einer Eisenbahn, die immer fährt, dann sollten wir vielleicht daran gehen, dass das diese Eisenbahn auch kann. Und damit meine ich bestimmt keine Reverstaatlichung. Aber man kann Rahmenbedingungen setzen, die dazu geeignet sind, dass diese Konstruktion, die als Börsengang aufgesetzt worden ist, am Ende des Tages tatsächlich diesem Land dienlich ist und die Infrastruktur schnell und auch konsequent an den Stellen ausgebaut wird, wo sie schlussendlich den größten Effekt erzielt mit dem Deutschlandtakt und zukünftig wesentlich mehr Eisenbahnverkehr. Und da ist noch viel zu tun. Und da ist vor allen Dingen dafür Sorge zu tragen, dass die Steuermilliarden genau dorthin fließen, wo sie hingehören. Von daher, ich bin zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gelingt. Ja, die letzten Worte stimmen ja zuversichtlich, dass wir da gemeinsam ein klares Ziel haben, wirklich die Eisenbahn und die starke Schiene nach vorne zu bringen. Ist es natürlich so, dass wir allein die Tatsache, dass es uns gelungen ist, nachdem da in der Tat ja mit harten Bandagen vorgegangen wurde, heute hier zu stehen und gemeinsam eine Pressekonferenz abzuhalten, auch Signal, dass wir jetzt in der Zeit, wo wir verhandelt haben, professionell, und da sind wir eben auch in unseren professionellen Rollen für die Organisation oder ich fürs Unternehmen, dann auch hier sich zu verständigen. Und natürlich haben wir da beide Seiten Respekt vor dem, was wir hier geeint haben. Und haben natürlich am Ende, als wir gesagt haben, wir sind fertig, uns wechselseitig praktisch virtuell die Hand gegeben, oder wie es in Corona-Zeiten, das ist den Ellbogen, zu sagen, ja, wir haben uns auf was verständigt und jetzt gucken wir auf der Basis jetzt in die nächste Phase. Insofern verdient natürlich auch die GDL-Spitze und die GDL Respekt, dass wir das in der Form jetzt auch schlussendlich so erledigen konnten. Aber ich will nochmal erwähnen, das gilt für alle, die beigetragen haben und die uns auf diesem Weg begleiten. Die sind genauso respektvoll zu behandeln. Das gehört auch mit dazu. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Da vorne die Kollegin. Anja Krüger von der Taz. Herr Seiler, Sie haben sich ja bei Kräften im Hintergrund bedankt, die an dieser Einigung mitgewirkt haben. Wer war das denn? Und welche Rolle hat in dem ganzen Tarifkonflikt die Bundesregierung gespielt? Gab es zum Beispiel auch eine Intervention von Seiten des Bundesverkehrsministeriums? Ja, in solchen Zeiten bekommt man natürlich von vielen Seiten Rat und auch gute Vorschläge. Herr Weselski hat ja erwähnt, wer tatsächlich jetzt auch Herrn Weil und Herrn Günther gebeten hat, in die Vermittlung zu gehen. Das meinte ich damit. Natürlich gab es auch von seitens der Ministerien, auch Verkehrsministerium, Finanzministerium, immer wieder auch die Bitte an uns als Verhandlungspartner, setzt euch an den Tisch, sucht nach Lösungen. Und das hat sicherlich auch seinen Beitrag
Und das wollte ich in der Form zum Ausdruck bringen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, wir sind als Bahn, und das ist hier auch klar zum Ausdruck geworden, wir sind Pulsader dieses Landes. Und dann ist es natürlich klar, dass diejenigen, die in der Bundesregierung Verantwortung tragen, natürlich da drauf gucken, natürlich unter Wahrung der Tarifautonomie, aber immer wieder auch beide Seiten aufgefordert haben, jetzt auch an den Tisch zu kommen. Und das sind die entsprechend auch mit einzuschließen. Wir sind mehrfach auf die Bahn zugegangen, weil wir eine Lösung wollten. Und da bin ich als Verhandlungspartner derjenige, der in der Verantwortung ist, um da dann auch Fortschritte zu machen. Und da braucht es an der Stelle, was die Tarifverhandlungen selbst angeht, keine Impulse, sondern geht es mehr darum, in der Verantwortung des Bundes, in der Verantwortung des Eigentümers dann auch tatsächlich zu wirken. Darum geht es. Aber ich habe mit verschiedenen Möglichkeiten und immer wieder ja versucht, die GDL zu bewegen, an den Tisch zu kommen. Und schlussendlich hat da der Impuls, der eben da gesetzt wurde, die Vermittlung, auch seinen Dienst getan. Und insofern bin ich froh, dass wir heute mit diesem Ergebnis hier stehen. Guten Tag, Corinna Budras von der FAZ. Ich habe noch mal eine Frage zu dem notariellen Verfahren, das sich jetzt anschließt, auch noch mal anschließend zu dem, was der Kollege von der Süddeutschen Zeitung gefragt hat. Also um das deutlich zu machen, in 16 Betrieben ist die Sache klar. Da steht die GDL vorne und da gilt auf jeden Fall der Tarifvertrag. In den restlichen 55 von den 71 wird jetzt sukzessive vor Gericht geprüft, wer die Oberhand hat. Sie schütteln von den Kopf. Ich stelle die Frage trotzdem zu Ende, weil ich mich natürlich die Sinnhaftigkeit so eines Verfahrens dann interessieren würde, weil wir natürlich Sie ja schon zugestanden haben, dass der Tarifvertrag auch auf die EVG-Mitglieder ausgeweitet wird. Das heißt, es geht für die Mitglieder ist das sozusagen dieses Verfahren jetzt nicht wichtig, sondern einfach nur die Tatsache, wer quasi wo die Oberhand hat. Das wäre vielleicht nochmal Details zu diesem Verfahren. Und vielleicht noch eine zweite klare Frage, was die Bahnkunden angeht. Kann man denn jetzt mit Fug und Recht sagen, dass bis Oktober 2023 Ruhe im Karton ist? Oder ist es so, dass jetzt die EVG, weil sie schon vor einem Jahr abgeschlossen hat und kürzere Laufzeiten hat, vielleicht auch schon früher womöglich jetzt in Tarifauseinandersetzungen gehen kann? Also was ist auf dieser Seite zu erwarten? Ja, zunächst zum Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung. Wir gehen aus von den 71 Betrieben, also keine Expansion darüber hinaus. Und in diesen Betrieben kann so ein Verfahren nur dann stattfinden, wenn alle Beteiligten, also die EVG, die GDL und wir, so einem notariellen Verfahren zustimmen. Wir haben gesagt, wir möchten das gerne, das wird mit der EVG zu sprechen sein. Und dann wird das für alle der 71 Betriebe eruiert, denn bislang, weil bei der ersten Runde, als wir das wollten, hat ja die GDL gesagt, mache ich nicht mit. Jetzt gibt es eine Meinungsänderung, jetzt können wir es hoffentlich gemeinsam machen. Denn wir mussten in der ersten Runde eine Annahme treffen. Also die 16 und die 55 basieren auf einer Annahme nach bestem Wissen und Gewissen zugrunde legen der uns vorhandenen Daten. Und wenn wir dann jetzt zu einem Zählverfahren kommen, gemeinsam mit allen Beteiligten, dann kann da durchaus ein anderes Ergebnis rauskommen. Das würden wir dann auch alle miteinander so respektieren. Und es ist auch so, dass es da schon auch Differenzen geben wird, auch in Zukunft geben wird, zwischen dem einen und dem anderen Tarifvertrag. Aber der findet dann eben halt in Gänze in den jeweiligen Mehrheitsbetrieben seine Anwendung. Also so muss man sich das vorstellen. Aber da werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen mit der EVG sprechen, ob man gemeinsam sich auf das Verfahren verständigen kann. Wäre für uns gut, wäre für alle gut, wäre in Klarheit, was gilt wo. Und das ist sicherlich auch ein wesentlicher Beitrag für den Betriebsfrieden. Das ist falsch. Es ist bedauerlich, dass ich der FAZ die Wirkung des TEG beibringen muss, aber das ist an der Stelle vollkommen falsch. Und zwar deswegen, weil der Tarifvertrag bestehen bleibt, der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder in diesem Betrieb hat. Und wir bestreiten von Beginn an, dass wir nur in 16 Betrieben die Mehrheit haben. Aber die Arbeitgeberseite hat gemäß Gesetz das Recht, diese Annahme zu tätigen. Und wir werden sehen, entweder über das notarielle Verfahren oder über die gerichtlichen Entscheidungen, in welchen Betrieben jemand mehr Mitglieder hat. Und das wird ein Tag, auf den ich mich freue, weil wir heute schon wissen, dass wir in wesentlich mehr Betrieben
mehr Mitglieder haben. Aber was sachfalsch ist, ist, dass alles von beiden Gewerkschaften in Zukunft tarifvertraglich erworbene in allen Betrieben auf alle Mitarbeiter zur Anwendung kommt. Das ist falsch. Zur Anwendung kommen die Tarifverträge der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder im Betrieb hat. Und wenn man TEG leben würde in diesem Konzern, das darf es dann auch noch sein, dann würde dieser Tarifabschluss lediglich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 16 Betriebe zum Abschluss kommen und zum Tragen kommen. Und ja, da sind sicherlich auch EVG-Mitglieder. Und das ist die Wirkung des TEG. Ich würde an der Stelle bitten, dass Sie sich sachkundig machen. Und dann können wir gerne im Hintergrundgespräch Moment. Über die Wirkung des TEG diskutieren. Das möchte ich jetzt einmal ganz gerne von Herrn Seiler wissen. Das greife ich gerne auf. Sie haben eine Frage gestellt und dann kriegen Sie von mir auch natürlich eine Antwort. Es ist so, dass wir jetzt für diese Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, zum Beispiel die Lohnprozente, die werden wir natürlich übertragen. Aber wir haben in den Tarifverträgen beispielsweise sehr unterschiedliche Regelungen zur Arbeitszeit. Und dann ist es so, dass in dem einen Betrieb die Regelung zur Arbeitszeit der GDL zur Anwendung kommt und im anderen Betrieb die Arbeitszeitregelung der EVG. Und da sind Unterschiede drin und die werden dann in den jeweiligen Betrieben auch so gelebt. Ich hoffe, dass es ein Beispiel war, wo es ein bisschen plastischer werden konnte. Okay, jetzt habe ich die allerletzte Frage. Schießen Sie los. Da ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben Laufzeiten in Tarifverträgen. Jetzt mit der GDL haben wir eine Laufzeit bis Ende Oktober 23, damit auch eine Friedenspflicht. Wir haben aktuell mit der EVG eine Laufzeit bis Februar 23 und damit auch eine entsprechende Friedenspflicht. Wir haben jetzt bestimmte Sonderkündigungsrechte, aber jetzt bezogen auf die GDL, und dafür stehen wir heute hier, haben wir damit auch eine Friedenspflicht bis Ende Oktober 2023. Okay, Frau Budras. Dann. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Günther und Herrn Weil zu dem Tarifeinheitsgesetz. Würden Sie dann nach den Erfahrungen jetzt auch des Streits und der Schlichtung sagen, dass sich das Tarifeinheitsgesetz bewährt hat, also in dem Ziel, Tarifauseinandersetzungen eher zu verhindern und zu befrieden? Oder ist da nicht doch jetzt eigentlich dauerhaft so ein Keim gelegt, dass es im Grunde weitergehen wird? Denn zum Beispiel die GDL wird ja weiter das Bestreben haben, mehr Mitglieder zu gewinnen. Und darum sehe ich jetzt nicht so richtig, wie sich das dauerhaft befrieden sollte. Aus meiner Sicht ja, weil der Grundgedanke des Tarifeinheitsgesetzes sagt, in einem Betrieb soll ein Tarifvertrag gelten. Es mag unterschiedliche Gewerkschaften geben und die mögen auch untereinander Wettbewerb haben, aber am Ende des Tages soll es nicht in einem Betrieb innerhalb derselben Belegschaft bei Leuten, die Seite an Seite arbeiten, unterschiedliche Arbeitsbedingungen geben. Das ist der Grundgedanke des Tarifeinheitsgesetzes und der kommt genau auch in dieser Vereinbarung zum Ausdruck. Mit diesem Tarifvertrag wird, wenn ich das recht sehe, in der Tat Neuland betreten, denn dieses Verfahren, ja, wie stellen wir denn eigentlich fest, dass es ob in dem einen Betrieb nun die eine oder die andere Gewerkschaft die Mehrheit hat. Das ist eben so nicht geklärt. Da bin ich dankbar dafür, dass man eine pragmatische Zwischenlösung gefunden hat über das notarielle Verfahren. Dann wird es aber sicherlich zu dieser Frage auch Rechtsprechung geben müssen. Das mag durchaus auch im Interesse aller Beteiligten sein. Denn wie die Auseinandersetzung bei der Bahn gezeigt hat, ist es gut, wenn noch mehr Klarheit herrscht. Aber um Ihre Frage klar zu beantworten, ja, das Tarifeinheitsgesetz ist in dieser Weise bestätigt worden. Und ich halte das auch für sehr plausibel. Zumindest ist an diesem Fall mal exemplarisch gezeigt worden, dass es möglich ist, im Rahmen dieses Gesetzes ja auch eine Verständigung herbeizuführen. Und das würde ich mal als positiv werten. Okay, dann sind wir am Ende dieser Fragerunde. Sie können natürlich uns alle noch nachher erreichen für Detailfragen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Fotografen. Wir werden jetzt einen ganz kurzen Moment die Pulte nach hinten schieben und einen Fototermin einschieben, und danke und allen einen schönen Tag.